In dem Film Rogue One – A Star Wars Story lernen wir Captain Cassian Andor und seinen umprogrammierten imperialen Sicherheitsdroiden K2SO kennen. Einige von euch haben sich sicher gefragt, wie sich die beiden ungleichen Freunde überhaupt kennengelernt haben. Und genau diese Geschichte will ich euch hier im Video heute kurz näher bringen. Vorher aber noch kurz eine Information in eigener Sache. Ihr könnt mich jetzt auch auf Facebook finden. Hier werde ich immer interessante und spannende Star Wars News posten und natürlich auch auf neue Videos von mir hinweisen. Also folgt mir. Den Link dahin findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Zeitraum des Kennenlernens von Cassian und K2 ist nicht genau definiert. Es wird aber irgendwann zwischen 2 und 0 Jahren vor den Ereignissen von Rogue One stattgefunden haben. Cassian wurde zusammen mit zwei anderen Spionen namens Curtis und Rissmore in die Koloniewelt Vekako geschickt. Die beiden nicht sehr redseligen Zwillinge waren dafür bekannt, schwer zu findende imperiale Informationen aufzuspüren. Leider war die Anzahl der imperialen Truppen auf diesem Planeten deutlich höher, als die Rebellion vermutet hatte. Wenn der Führungsstab der Allianz das gewusst hätte, hätten sie diese Mission niemals genehmigt. Jetzt war Cassian aber schon vor Ort und versuchte trotzdem, an die Geheiminformation zu gelangen, um die Mission so zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der genaue Auftrag bestand darin, einen außer Dienst gestellten imperialen Sternenzerstörer zu lokalisieren und die dort befindlichen imperialen Sicherheitsprotokolle zu extrahieren, da sie für die Rebellenallianz sehr hilfreich sein könnten. Als sie das Schiff erreichten und sich gerade auf die Suche nach den Daten machten, wurde der Alarm ausgelöst, der die imperialen Streitkräfte zu ihrem Standort brachte. Sie mussten die Mission zwangsläufig abbrechen und sich möglichst schnell aus dem Staub machen. Bei ihrer Flucht überwältigten und deaktivierten sie einen Sicherheitsdroiden der KX-Serie. Cassian machte sich sofort an die Arbeit und versuchte, ihn umzuprogrammieren. Die Aufgabe erforderte einige Versuche, bevor genügend Speicher des Droiden gelöscht war und er auf neue Befehle gehorchen würde. Anschließend benutzten sie ihren neuen Verbündeten mit der Bezeichnung K2SO, der sie zurück zu ihrem Schiff eskortieren sollte. Da dieser durch seine teilweise fehlerhafte Neuprogrammierung aber nicht lügen konnte, antwortete er auf eine Frage eines Sturmtrupplers, was er da machen würde, dass er gerade dabei sei, die drei Rebellen zu ihrem Schiff zu eskortieren. Hierdurch gerieten sie unter Beschuss durch imperiale Truppen. Ihr Schiff, mit dem sie gekommen waren, wurde bei dem Schusswechsel komplett zerstört. Curtis und Rissmore erzählten Cassian, dass dieser Droide auch die Sicherheitsprotokolle enthielten, die sie benötigten. Daraufhin lenkten sie die imperialen Sturmtruppen ab, um so Cassian und K2s Flucht zu ermöglichen. Diese stahlen ein imperiales Schiff und konnten so aus dem System fliehen und die imperialen Informationen erfolgreich an die Rebellenallianz übergeben. Was aus den beiden Zwillingen geworden ist, wird hier leider nicht weiter erwähnt. Disney plant aktuell eine Live-Action-Serie über den Rebellen-Captain Cassian Andor. Eventuell wird uns hier dann auch nochmal genau aufgezeigt, wie sich K2 und Cassian kennenlernten. Da K2SO eine sehr beliebte Figur im Star Wars-Universum ist, werden wir auf jeden Fall mit ihm in der Serie rechnen können. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um auch wirklich kein Video mehr von mir zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Möge die Macht mit euch sein.